Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Die Burg. So, wir sind zurück nach unserer Expedition vom letzten Mal. Unsere Brücke steht auch noch, ist schon mal schön. Ich gehe, glaube ich, erstmal schlafen hier. Das ist Sonnenaufgang? Ne, Sonnenuntergang. Wir haben schon ein bisschen was wegsortiert und haben hier noch die ganzen Ressourcen. Die sollte ich auch mal wegmachen. Aber da habe ich keinen Platz. So. Knochen haben wir auch noch. So, dann schlafen. Ich werde mich heute jetzt erstmal darum kümmern. Was? You awake from a strange dream. You quickly write down before the memory fails. Ich hatte einen verrückten Traum letzte Woche. In dem Traum, ich habe drei Kristalle genommen, die ich gefunden habe, und habe sie mit einer Handvoll Redstone in einem Bowl mit einem Flint. The crystal had to be a different types, also verschiedene Typen. Und habe einen komischen glühenden Staub bekommen. In dem Traum habe ich den Staub genommen und habe es auf ein Buchregal, und dann hat der Traum beendet. Ich bin verwundert. Soll ich tun, was ich geträumt habe? Okay. Ich habe die Eingebung, dass der Staub etwas Wundervolles bewirkt, aber gefährlich. Kristalle. Wie kriege ich denn jetzt raus, was das ist? Warte mal. Das hier vielleicht. Irgendein Staub habe ich rausgefunden. Einen glühenden Stab. Aber mit Kristallen. Draconium vielleicht. Warte mal, wir gucken mal, von welchem Mod dieses Buch ist. Strange Dreams. Tattooed. Also ich habe keine Ahnung. Du kannst Drohnen bauen. Hm.
Okay. Das wird uns im Moment nicht weiterbringen. Also, was ist unser nächster Schritt? Verdammt. Ich würde gerne hier ein, zwei Häuser hinstellen. Zum Beispiel, zum einen, mal ein Lager. Dafür brauchen wir noch Kuppel. Dann baue ich hier gerade mal noch ein bisschen ab. Also einen Lagerraum brauchen wir auf jeden Fall jetzt mal. Inzwischen haben wir so viele Ressourcen, da wäre gut, wenn wir irgendwo mal auch Gebäude hätten. Es geht mit der Spitzhacke ja schon mal deutlich schneller wie zuvor. Redstone alles bewirkt. Vielleicht hauen wir da gleich nochmal ein bisschen Redstone drauf, wenn die nochmal levelt. Wir müssen hier nämlich noch eine gute Fläche schaffen. Auch für unsere Burggebäude. So, das sieht schon vielversprechend aus. Überlegen, ob wir da einen schnellen Abgang machen noch irgendwo. Irgendwie eine Art Geheimtüre. Brauchen wir hier jetzt eigentlich im Singleplayer nicht. Aber einfach so, just for fun. Ich mache jetzt einfach mal zu, dass wir hier wieder eine gerade Fläche haben. Von der Steinqualität her können wir uns nachher immer noch umentscheiden. Also ob wir da bei Cobblestone bleiben oder ob wir was anderes nehmen. Ich habe mir gedacht, ich mache hier so ein bisschen einen Landhausstil mit den Gebäuden, so ein bisschen verschnörkelt. Habe ich eigentlich Glas gemacht?
Dann machen wir uns mal eine Diamantschüssel. Das ist schon mal gut. Ihr wisst ja, ich mag ja total so zu bauen. Chisel, okay, da kommen wir nachträglich noch Chisel. Ja, die zu verbinden, die verschiedenen Blocktypen. Das geht alles nicht. Das ist schade. Sogar noch was drin, das ist ja gut. Okay. Und was wir auch auf jeden Fall auch noch machen müssen, ist irgendwie Kohle mit Steinen. Ne, Quatsch, warte, lass mich überlegen, was wollte ich sagen? Kühe. Wir brauchen irgendwie noch einen Platz für Kühe. Die können wir auch anderweitig gebrauchen. Da können wir unten nämlich... Wir brauchen noch Grassamen. Ich weiß gar nicht, wie ich die kriege. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Man die Fläche hier noch ein bisschen größer. So, wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne mal ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Oder einfach alles. Ja. Würde mich sehr freuen. Ich würde die Ressourcen verbauen. So. Okay, das mit dem Traum ist natürlich komisch, da müssen wir uns irgendwann nochmal damit beschäftigen. Aber jetzt was ist erstmal für die Folge von heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.